kommst du oder was? Ah, das wäre ja ein richtig cooles Intro so. Wenn du so ankommen würdest. So. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, meine lieben Freunde. Es ist Samstag, wir haben heute wieder ein bisschen was vor. Es geht wieder zu einem Möbelgeschäft, das ihr alle wahrscheinlich kennt. Und, oder verlässt mich meine Stimme. Ich sehe noch total zerstört aus. Diejenigen, die den letzten Vlog gesehen haben, wissen, dass ich gestern auf dem Geburtstag war. Und es schon ein bisschen spät geworden ist, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Ja, also wir haben heute ausgeschlafen. Jetzt sehe ich so aus, ich werde mich aber jetzt fertig machen. Und ich würde sagen, wir beschleunigen das Ganze. 3, 2, 1. Tada! Ja, ein bisschen besser, oder? Ganz kleines bisschen. Ihr kennt mich, die meiste Zeit meines Lebens laufe ich so rum. So fühle ich mich am wohlsten. Und ja, auch wenn heute Samstag ist. Für mich ist heute gefühlt ein Sonntag, deshalb habe ich auch eine Jogginghose. Ja, kann man machen. Ja, und für uns geht es jetzt los. Wir sollten uns auch ein bisschen beeilen, damit wir heute auch alles schaffen. Denn wir wollen noch ein bisschen was einkaufen. Und alles, was wir heute kaufen, bei dem Möbelgeschäft unseres Vertrauens, wollen wir auch noch aufbauen. Und dafür müssen wir bohren. Und bohren sollte man nicht allzu spät. Ihr wisst Bescheid. Also, auf los geht's los. Schatz, bist du bereit? Ja. Wo bist du eigentlich? Willst du mal Hallo sagen? Schön. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier so stehe, als wäre ich angewurzelt. Ach, jetzt weiß ich warum. Egal. Es geht, Leute. Hier ist der Mann der Stunde. Und warum bist du der Mann der Stunde? Keine Ahnung, einfach so. Boah, danke. Weil ich aufbauen tue, Leute. Nein, du bist mein Mann des Lebens. Für immer. Jetzt nicht komm. Nur eine Stunde, sondern immer. Ja, und wir fahren jetzt. Oh, das ist so unbequem für mich. Gar und nicht. Wir. Oi, oh, du bist so. Warum hilfst du mich jetzt hoch, damit ich damit wir auf halten? Einer Welle sind. Beim Level oder was? Licht ist nie so gut. Ja, für uns geht's jetzt auf jeden Fall los. Nicht so weit. Los geht's. Gut ab, Schwar. Komm her. Bist du bereit, mein Schatz? Sagen Sie mir. Bist du? Ja, du sollst mich. Ja, Bibi. Ja, jetzt wird Hose, Liblu. Bist du bereit, Sarah? Kommst du mit? Hast du Lust? Sieht nicht so aus. Aber Shai kommt trotzdem mit. Kommst trotzdem mit. Ne? Kommst trotzdem mit, mein Schatz. Los geht's. Was ich nochmal eben ganz kurz sagen wollte, Leute, es ist der 6. Oktober. Wir haben T-Shirt an. Ich habe Adiletten an, Leute. Es ist der 6. Oktober. Es ist so warm. Voll cool. Es ist richtig cool. Ich freue mich, aber es ist der 6. Oktober. Ich komme nicht drauf klar, dass es so warm ist. Voll chillig. Wir sind auf jeden Fall angekommen und gehen jetzt rein. Aber nichts kaputt machen, ne, Schatz? Okay. Wir holen jetzt unser Zeugs, was wir brauchen. Wir waren jetzt einmal oben gewesen, haben alles aufgeschrieben, wo wir was finden. Und jetzt begeben wir uns auf die Suche. Und ich habe mich gerade hier gekratzt und gejuckt. Los. Geh los. Und er spielt da einfach. Kommst du oder was? Ah, das wäre ja ein richtig cooles Intro so. Wenn du so ankommen würdest. So. Ja. Also, mein Schatz, wir brauchen. Du hast jetzt eine Mission. Moment. Ich befürchte Schlimmes, mein Süddeutschik. Denn wir brauchen hier. Fach 2, Regal 3. Sieht ziemlich leer aus. Was sagen Sie denn dazu? Ich
würde sagen, IKEA muss mal ein bisschen besser einkaufen. Mit Meldesystem und sowas. Was Klaus? Egal, ich gebe zu Informationen. Ja, geh mal eben fragen. Klasse. Wir gehen mal weiterschauen, ob der Rest da ist. Und Alex ist bei der Info jetzt. Also Leute, falls ihr das noch nicht gewusst habt, an einem Samstag zu IKEA zu gehen ist keine so gute Idee. Naja. Wir schauen mal, ne? Sag ich, wir schauen mal. Das wird schon. Das wird schon werden, ne? Mein Baby, komm. Das wird schon. Wir gucken jetzt auf jeden Fall erstmal, oder suchen erstmal die Sachen raus, die wir kriegen, die da sind. Ja, Leute, also der wichtigste Artikel, den wir haben wollten, ist ausverkauft tatsächlich. Uns wurde jetzt ein Strich durch die Rechnung gemacht. Alles, was wir für heute geplant haben, wir wollten das ja auch schon anbringen und fertig haben. Das wird wohl nichts. Leider. Schade. Die kommen erst am Dienstag oder Mittwoch wieder. Also werden wir das Ganze vertagen müssen. Oh. Sunshine. Genau. Der Plan ist jetzt folgender. Wir haben jetzt all das Zeug, was wir eingeräumt haben. Und die Türen und die Wandbefestigung gekauft. Dann haben wir das schon zu Hause. Und den Rest besorgen wir dann am Dienstag oder Mittwoch. Wir werden sehen. Also wir werden Dienstag wahrscheinlich nochmal hinfahren. Und schauen. Ja. Schade. Ich wollte so gern, dass das heute fertig ist. Naja, nicht schlimm. Am Dienstag dann. Ja. Ja, und jetzt fahren wir einkaufen. Und dann nach Hause. Das ist der Plan. Bist du sehr enttäuscht? Geht. Mach mir halt was anderes in der Zeit. Leute, Alex hat mich gerade hier rausgelassen. Und wir gehen mit Shia so ein bisschen spazieren. Ich hab Hunger. Dann machen wir gleich was Leckeres zu essen. Ich hab richtig Bock auf eine Smoothie Bowl. Eine Smoothie Bowl wäre richtig nice. Mhm. Wir haben jetzt die beiden Tage zusammengeschnitten, weil gestern auch wirklich nicht mehr wesentlich viel Interessantes passiert ist. Ich habe gestern an den Vlog geschnitten, der heute online geht, der gerade hochlädt. Und ja, wir haben gegessen. Ja. Shayo, wo ist dein Platz? Wie sie kommt. Ich wurde gerufen. Genau, also wir haben dann nur noch gegessen, gechillt, Video geschnitten, gebügelt. Alex hat gebügelt. ja, also nichts Spannendes mehr. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir niesen Gesundheit. dass wir den heutigen Tag dann mit dazu schneiden. Optimus. Ein schön grün am Morgen, so richtig gesund. Ringwer kommt auf jeden Fall gut raus. Wow, sehr lecker. Sehr geil. Ihr habt ja in dem Video gesehen, wie viel ich ungefähr benutzt habe. Könnt ihr mal selber ausprobieren. So einen grünen Saft mal zur Abwechslung. Ja. Hi, jo. Da sind wir wieder. Wieder in der Küche, wie sonst auch immer. Und wieder am Mampfen. Ah, es ist Mittagszeit. Mittlerweile, wir haben ein bisschen was gemacht. Alex hat die ganze Zeit gewerkelt, irgendwie irgendwas. Ja.
Und ich habe das Video fertig gemacht. Das ist ja auch schon online gegangen. Also ein Vlog ist online. Genau, ich sehe immer noch ganz genauso zerstört aus. Aber es ist Sonntag, Leute. Ja, habt Erbarmen. Habt Erbarmen. Und wir hatten jetzt richtig Bock auf eine Smoothie Bowl. So Der Akku ist das. leer und so sieht unsere Creation aus. Das hat Alex für sich created und das ist meine Creation. Ja, Mann. Kannst du kurz den Akku wechseln? Ich wollte nämlich noch was sagen. Okay. Da sind wir wieder mit einem neuen Akku. Was ich sagen wollte, eben gerade beim Dekorieren, ja doch beim, Ja, beim Essen dekorieren. ja, beim Topping, also als wir unsere Toppings halt ausgesucht haben und unsere Smoothie Bowl so ein bisschen dekoriert haben, haben wir darüber gesprochen, dass ja einige das halt nicht so gerne machen, beziehungsweise sich gar nicht die Zeit nehmen oder das viel zu zeitaufwendig finden und keine Ahnung, sowas haben wir halt schon öfter gehört. Und ich muss ehrlich dazu sagen, irgendwie, ich finde das so schön, sein Essen schön herzurichten, weil klar mache ich ein Foto für Insta-Story, aber das war es dann auch schon so. Also ich würde es auch machen, wenn ich kein Bild für Instagram machen würde, weil das ja einfach, ich finde das total angenehm, das so zu Ja. sehen. Ich finde, das sieht lecker aus und sieht schön aus und dann würde ich das voll gerne essen. Also ich weiß nicht, diese paar Minuten, die man dafür nimmt, so dass es, man investiert das in etwas Positives, also in etwas Gutes. Wisst ihr, was ich meine? Tut mir leid, ihr wackelt die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit gegen den Tisch komme. Ja, genau, das wollte ich nochmal ganz kurz ansprechen. Ich finde es sehr interessant, wie ihr dazu steht. Also seid ihr eher diejenigen, die sich die Zeit dafür nehmen und das Essen auch schön dekorieren oder scheißegal, Hauptsache Essen rein. Das würde mich mal interessieren. Ich finde das, ich weiß nicht, Also das ist viel angenehmer fürs Auge, habe ich das ja, ich Gefühl. habe mir damals nie so Zeit genommen, mein Essen so herzurichten. Ich habe einfach damals einfach die Ofenfrische in den Backofen reingehauen und das war's. Ich habe nie mal irgendwas geschnitten, was ich noch extra drauflegen könnte. Nein, Aber wann lag das denn? einfach diese Abgestumpftheit, finde ich. Also du hast gar keinen Bezug so zu essen. Du isst nur, weil du Hunger hast. So, klar, manche essen auch aus Genuss, aber größtenteils ist es echt, weil du Hunger hast, weil du wirklich Dann ist es denkst, egal, was du isst, ne? ja, dann ist Hauptsache. echt egal. Hauptsache so, du, Das ist dieses richtig. Gefühl ist weg. Und wir essen auch zum Teil, also für meine Sache esse ich etwas, weil es mir gut tut. Ich weiß, was ich esse, es ist was Gutes und Gesund. ja, Gesund. mein mittlerweile. Bewusstes Essen nennt sich das auch einfach. Oder allgemein, es geht ja nicht nur ums Essen, sondern allgemein. Tut mir leid, dass Shia im Hintergrund ihre Bits da knackt, ihr Futter da frisst. Wie gesagt, es geht nicht nur um bewusstes Essen, sondern bewusstes Leben so ein bisschen. Also wir versuchen das Level unserer Bewusstheit Ja, unser zu steigern. Bewusstseinslevel. Ja, zu steigern einfach. Und da geht es halt nicht nur ums Essen, sondern auch um andere Dinge. Und was ich noch zu dem Dekorieren des Essens sagen wollte, beziehungsweise sich Zeit nehmen, man sollte im Leben die kleinen Dinge genießen. Versteht ihr? Also für die kleinen Dinge dankbar sein. Und das sind so kleine Dinge, die das Leben einfach verändern. Wenn du, man glaubt es kaum, man denkt ja auch, so eine Stunde am Tag wird dir nicht viel bringen. Oder ein Tag in der Woche ist doch nicht relevant. Aber doch, das ist es. Selbst wenn du nur einen Tag auf Fleisch verzichtest, zum Beispiel, oder auf Süßigkeiten oder irgendwelche Lebensmittel, die dir halt nicht gut tun, selbst wenn du nur einen Tag in deine Woche einbaust, wo du das nicht konsumierst oder das nicht isst, dann hast du schon was Gutes für deinen Körper, für deine Gesundheit und auch für die Umwelt und für die Tiere vielleicht getan. Versteht ihr, was ich meine? Es Also. müssen nicht immer 100% sein. Ihr könnt 10% nehmen und das verteilen. Ihr kommt am Genau. Ende zu etwas, ihr kommt am Ende sowieso an die 100% ran. Ihr kommt aber nicht ran, wenn ihr sagt so, oh, entweder oder. Also Ja, oh nee, entweder das ist mir jetzt mach so ich komplett, anstrengend, deswegen mache ich das nicht, ja. oder? Ach, ja, ich könnte zwar auf Fleisch verzichten, aber ich könnte niemals auf Käse verzichten, deshalb lasse ich das direkt sein mit diesen ganzen Ernährungsumstellungen und so.
Das ist halt so dieses Schwarz-Weiß-Sehen, anstatt mal irgendwie sich in der Mitte zu treffen, zu sagen, okay, ich esse sehr gerne Käse und ich gönne mir 2 Tage die Woche oder 3 Tage die Woche meinen Käse. Verzichte dafür aber komplett auf Fleisch, weil das fällt mir einfach so. Versteht ihr, was ich meine? Genau, jetzt genug geredet, ich habe voll Hunger. Wir essen jetzt. Guten Guten Appetit! Appetit! Es geht wieder Essen, meine lieben Friends. Wir sehen noch ganz genauso aus wie bei der letzten Sequenz. Der Unterschied ist aber, dass sehr viel Zeit mittlerweile vergangen ist. Wir haben heute den Tag sehr entspannt verbracht. Alex war viel mehr unterwegs und hat irgendwie sehr viel mehr unterwegs erledigt. Und ich habe ganz viel am PC gemacht. Ganz, ganz viel. Genau. Und Essen ist fertig. So, so, so mega lecker. Wir sind gerade voll auf Salat, Leute. Genau. Das ist unser Lieblingsessen momentan. So frisch und so viel grün. Und das tut so, so gut. Ja. Wir werden jetzt essen. Und dann geht's weiter. Ohne Scheiß, ich bin richtig drin. Und das ist gut eigentlich. So, ich mag das, wenn die Motivation so, so, so stark ist, dass man stundenlang dran sitzt und nichts anderes machen will, als das Endergebnis endlich zu sehen. Ja. So, Leute. Es wird Zeit fürs Bettchen. Eigentlich schon sehr lange Zeit fürs Bettchen. Es ist sehr spät schon. Und morgen ist Montag. Morgen startet eine neue Woche und wir haben auch morgen einiges zu tun. Oh, wir müssen eigentlich sehr früh aufstehen. Nein, nicht eigentlich. Wir müssen morgen sehr früh aufstehen. Und sollten jetzt sehr schnell schlafen gehen. Das war's dann jetzt eigentlich auch schon von unserem gechillten Sonntag und auch von diesem Vlog. Wir hoffen natürlich, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute. Bis dann. Mua. Tschüss. Au revoir. Gute Bis Nacht. war. Und ja, war auf jeden Fall ziemlich erfolgreich. Nach so einer langen Zeit natürlich auch super anstrengend.